Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind immer noch mit der Diamondback Explorer ein bisschen unterwegs, allerdings, naja, halb auf der Heimreise schon wieder, noch nicht ganz. Ich bin hier gerade noch im Seelennebel auf Deutsch, die gibt es tatsächlich auch auf Deutsch übersetzt. Hier der Seelennebel und hier drüben, halt da drüben, der Herznebel. Erstes Ziel war der Herznebel, zweites Ziel war der Seelennebel und zurück und vorbei am Herznebel geht es jetzt nämlich noch zu dem dritten Ziel, was ich mir rausgesucht hatte. Sind nochmal 3100 Lichtjahre und zwar hier unten dieser ja, Bubble-Nebel, also Blasennebel, wenn er so auf Deutsch heißt. Sieht ganz interessant aus. Ja, das hier vor, das System ist das nächste Ziel, denn ich habe innerhalb dieser Blase gibt es anscheinend nämlich kein System. Ich hatte eins gesucht, aber da oben, aber das ist auch außerhalb. Ja, hier ist eins am Rand, da unten ist eins. Aber ich hätte gedacht, es gibt halt in der Mitte irgendwo ein paar rote noch. Ja, aber keins von denen, die ich dann ganz gern mal anfliege. Na gut. So, packen wir die wieder raus. Da geht es jetzt noch hin und danach geht es dann erstmal wieder nach Hause. Und da fällt mir gerade auf, das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, das müssen wir mal machen. Tuluku, die Wahlheimat ist ein bisschen weiter weg. Aulen ist da, da ist unsere eigentliche Heimat und ein paar Sprünge weiter kommt dann nämlich schon Tuluku. Aber auch da, es dürfte ein M-Stern sein. Genau. 7500 Lichtjahre aktuell von uns entfernt. Phoden-Obitel, das ist hier unten. So. So. Phoden-Obitel. Genau. Sehr gut, wir legen gleich los. Und Moment. Super. Taucht auch oben auf. Wunderbar, wir machen jetzt einfach mal ein paar Sprünge und die letzten Sprünge zwischen dem Herznebel und dann halt, da hinten sehen wir übrigens den Herznebel noch und dem Seelennebel, bin ich auf wirtschaftlichste Route durchflogen, also mit kleinen Sprüngen, dafür viele Sprünge und wirklich auch viele, viele Scans gemacht. Ich habe auch ein paar Systeme einfach mal komplett gescannt und nein, das waren nicht bloß Systeme, die bloß einen Stern haben, sondern dann halt auch meinetwegen 8 oder 9 oder 10 Planeten, die sich meiner Meinung nach gelohnt haben, wo ich dann dachte, ja, das könnten terraformierbare sein und wenn dann halt nur noch einer übrig war, der eh schon als Eisriese oder so oder als Eisplanet zu sehen war in der Systemkarte, hatte ich den dann trotzdem mitgenommen, damit er nicht so alleine ist. Ja, und auch so viele, viele Wasserwelten, eine ganze Menge erdähnliche Planeten hatten wir gescannt und ich bin sehr gespannt, was da als großer, naja, erster großer Hauptgewinn rauskommt, wenn wir dann zurückkommen und die Daten alle abgeben in Tuluku. Bin ich sehr gespannt. Wobei, wir können ja auch, das seht ihr, das fällt mir gerade erst wieder ein, das hatte ich vorher schon so gedacht, es gibt ja in Tuluku noch eine zweite Basis, und zwar auf dem Planeten direkt vor Phoden Orbital, auf dem Planeten dort. Können wir gleich nochmal hinschauen. So, wir scannen nochmal. Und was wir heute auch noch machen, ist das Holomi. Was ich ja dummerweise da tatsächlich noch vergessen hatte. Und ich fliege jetzt auch, ich habe jetzt eine Route übrigens geplant. Die geht so ein bisschen, man sieht das vielleicht ganz fein, die geht ein bisschen nach oben. Also so ein bisschen oberhalb. Ich könnte hier relativ gerade durchfliegen. Oder ein bisschen nach unten, aber ich fliege so ein bisschen nach oben, um halt vielleicht ein paar unbekannte Systeme einfach nochmal mit abzugreifen. So, das hätten wir. Ja, komm, wir machen noch zwei, drei Sprünge und dann versuchen wir uns nochmal ein paar Minütchen mit dem Holomi-Modus. Ich überlege bloß, naja, ob Männlein oder Weiblein. Eigentlich ja doch eher Männlein, ne? Ich habe gesehen, das Video kam ganz gut bei euch an, was ich zusammengeschnitten und Sonntag veröffentlicht hatte.
Das ging so 2,5 Minuten ungefähr. Und das waren, ich habe es hier nebenbei, die ganzen Daten, die ich dafür gebraucht habe oder die Aufnahmen, die ich gemacht habe. Kann ich ja gleich mal erzählen, was das so für Videoschnipsel und in welche Größenordnung da zusammengekommen sind und was ich dann halt für die 2,5 Minuten zusammengekürzt hatte. Ich habe auch alles irgendwie verwendet, so ein paar Sachen nicht, weil ich vieles aus verschiedenen, also vieles Gleiches aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen hatte. Und man dann halt im Video nicht alles doppelt und dreifach zeigt, sondern dann ja doch eher verschiedene Sachen und nicht immer wieder dasselbe aus anderen Blickwinkeln. So ein paar Sachen waren dabei, wo es sich da meiner Meinung nach auch gelohnt hat. Und ich fand es ganz, ganz gut eigentlich. Hat mir Spaß gemacht. Das hatte ich den Samstagnacht dann noch zu Ende fertig geschnitten. Hat noch eine ganze Weile gedauert, aber war schön. Hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht und ich plane schon im Kopf wieder so das nächste. Die sollen ja, ja, man kann die so ein bisschen ruhiger machen, man kann die so ein bisschen dramatischer machen oder in irgendeine Richtung kann man die schon durch die Musikstücke lenken lassen. Aber ich habe da immer noch so ein paar Ideen im Kopf, die ich mal noch irgendwie machen möchte. So, komm schon, finden wir auch mal irgendwas Gescheites heute. Das wird doch wohl möglich sein. Ich hatte auch noch, bevor wir losgeflogen sind, die Statistiken mir abfotografiert, die wir dann nochmal benutzen können oder sehen können, was wir da genau gemacht haben. Also wie viele Lichtjahre sind wir gereist, wie viele Systeme wurden besucht in der Zeit, wie hoch sind die Einnahmen dadurch gestiegen und so weiter, die Hyperraumsprünge. Maximale Distanz mittlerweile 7.500 Kilometer entfernt. Und die Spielzeit, die wird anscheinend immer noch von dem anderen Account oder von dem anderen Spielstand mitgewertet. Ne? Also das finde ich vollkommen in Ordnung, finde ich auch gut. Also wird da immer noch als allerletztes Überbleibsel meiner heißgeliebten ASP das dort noch angezeigt. Das finde ich ganz interessant. Wusste ich gar nicht. So, komm schon, ein gescheites System und dann gucken wir mal in den Holomi-Modus nochmal rein. Vielleicht hat sich da nochmal ein bisschen was getan. Und diese Woche Donnerstag, nicht vergessen, wer von damals noch den Beta-Zugang hat oder sich mal eingekauft hatte, der darf ab Donnerstag, wenn sie denn läuft, bei der Beta 2.4 dran teilnehmen. Und dann wahrscheinlich ein, zwei Wochen später, könnte ich mir vorstellen, kommt dann die Open-Beta für alle. Ja, auch hier wieder nichts, das gibt's doch nicht. Also so viel Pech hatte ich lange nicht. Ja, bin ich mal gespannt. Mal gucken, im Laufe der Woche müssten dann die Patch-Notes rauskommen. Und ja, gucken wir mal, was die findigen Leute alles noch so finden. Im Sinne von Targoiden oder Alien oder neuen Basen, die es vielleicht geben wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wann geht eigentlich die Gamescom los? Müsste doch auch bald sein, oder? Da gibt es zwar keine Infos, aber eben, wann war denn das? Im September oder im Oktober? Hatte ich auch eine E-Mail bekommen. Da gibt es in London nochmal so eine extra kleine, naja, Ausstellung, nenne ich es jetzt mal, von Frontier. Wo dann wahrscheinlich auch die nächsten Pläne von Elite Dangerous gezeigt werden. Also über 2.4 hinaus. Also besser wird es halt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Was ist das hier? Ach Gottchen. Ein schwarzes Loch gab es im Herznebel übrigens. War in der vorletzten Szene von dem kleinen Video zu sehen. Falls sich jemand gefragt hat, was das sein sollte, das war ein schwarzes Loch. Ich dachte mir, man sieht das vielleicht, dass da das Band der Milchstraße in der Mitte so ein bisschen gekrümmt war. Durch den Ereignishorizont. Also durch diese, ihr wisst schon, drumherum. So. Wie man das halt von den schwarzen Löchern so kennt. Schön weit draußen, ne? Also das Milchstraßenband wird auch immer kleiner, je weiter man rausfliegt. Und ich will auch nochmal irgendwann eine Tour machen, raus zu einem der Arme, dann mal irgendwie versuchen, so hoch wie möglich über die Galaxie zu fliegen. Mal gucken, wo da die Grenze ist. Ich glaube, das würde nicht so lange dauern, wobei sich das auch vielleicht eher im Zentrum lohnt, dadurch die Sterndichte allgemein höher ist und auch halt die Sterne nach oben und nach unten deutlich mehr sind. Ja komm, ein Sprung noch. Wie viele Sprünge sind es denn eigentlich? Noch 13? Dann hätten wir die 1000 Lichtjahre schon wieder geschafft. Ich hatte kurz vorher nochmal die kleine Route hier geplant, halt 950 Lichtjahre oder wie weit die war.
Na komm schon, jetzt aber. Nö, nö, nö. Tja, irgendwie, ach so, es scannt noch. Ja. Irgendwie komme ich mir ein bisschen veräppelt vor gerade. Das sind jetzt 8 Sprünge oder so gewesen. 7 oder 8 Sprünge. So, gehen wir mal in das Holomy rein. Naja. Ich finde den Anzug so witzig. Es trifft es nicht ganz. Also, irgendwie. Naja. Männlich, weiblich, was gibt's noch? Aha. Ist es wieder derselbe? Ja. Grundfarbe rot. Ja, hier kann ich mir keinen aussuchen. Die müsste man sich, glaube ich, auch kaufen, ne? Da könnten... Ach ne, da können wir auch nicht wählen. Dann bloß die normalen hier, 6 von 6. Die anderen gibt es irgendwie alle zu kaufen im Shop. Aha, ist aber cool, dass man die sich wenigstens schon mal angucken kann. Oh, hier. Ach du Scheiße, komplett weiß. Okay, der sieht ganz fetzig aus. Aha. Was ist denn das, Bronze? Militärisch. Ach so, geht auch nicht? Ach so, ich war nicht ganz hochgescrollt, deswegen. Ich habe mich schon gewundert. Rot, nee, weiß. Dunkelgrün. Ja, das sieht halt alles irgendwo ein bisschen... bisschen doof aus. Kopfzubehör. Nur in Notfällen an, immer an. Sieht nicht schlecht aus, ne? Da muss ich mir dann wenigstens keine Frisur überlegen, wenn ich ihm mal so ein offenes Visier gebe. Muster. Das sind die Folien auf den Schultern. Erkunder, Aufklärer. Ja, die anderen haben wir halt noch nicht, ne? Pfadfinder sind wir, glaube ich, gerade... Können wir mal nehmen, aber nicht in Rot. Warum immer in Rot? In Weiß. Rechte Schulter? Was gibt's denn noch? Allianz. Föderal 1 und 2. Imperial 1 und 2. Pirat. Ein Smilai-Pirat. Hier irgendjemand, der von irgendeiner Kreatur von hinten angegriffen wurde. Oder halt gar nichts. Genau, die Farbe schwarz auf schwarz macht sich besonders gut. Ja doch, komm, können wir lassen. So, Hauttyp. Oh, da, ach guck mal. Echt? Okay, der steht jetzt wirklich im Raumschiff. Weil wir sind ja noch vor der Sonne. Ach, das ist ja abgefahren. Ha, okay. Ja, cool. An wen erinnert mich der? Ja, so ein bisschen so die Mundpartie. Nase, so ein bisschen an LeBron James. Nur ein bisschen. Hautbasis sehr dunkel. Hier, Kellerkind. Ja, so ein schönes Sonnengelb. Alter? Ganz so bubihaft muss es ja nun nicht sein. Also ein bisschen faltig, aber nicht wie eine Woche WoW durchgezockt. Hautdetails. Na, keine Sommersprossen. Asymmetrie 1 und 2. Narben. Nein, warum? Ich brauche doch als Erkunder keine Narbe.
Hier am Hals. Da sieht man nicht. Das sind so die typischen Narben, ne? So einmal hier durch die Lippe, durchs Auge, quer übers Gesicht. Aha, ist egal. Bart, Ziegenbart. Hä? Der hat doch aber trotzdem noch Bart. Ach hier, Stoppeln. Ach so. Western Style. Oh Gott. Nee. Dann ohne Augenbrauen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haartyp, feine Locken 2. Kriegt trotzdem keine erstmal. Oder warte mal. Oder die hier, die einfachen. Augenfarbe. Ich habe, glaube ich, so blau-grau. Ach nee, das war die Augenbrauenfarbe. Huch. Schon gewundert. Haar entsprechend, genau. Augenbrauen. Ach so, Gesicht, Augen kommen wahrscheinlich noch, ne? Gesicht, Augen, zufällige Augen. Oh Gott, scheiße. Die von gerade eben waren schon ganz gut. Ja, ach Gott. Nein! Nein, 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 oh Gott. Puh. Standard, schmal, rund, schwere Lider. Mandelförmig, sichelförmig, schräg. Ja, schräg allerdings. Kalt, klein. Standard. Augenringe. Schlaf. Gleichmütig. Rund. Gleichmütig. Mischungsverhältnis. Abstand. Ha. Bin mit der Nase nicht ganz so zufrieden. Als ob er früher mal gegen Klitschko geboxt hätte. Und verloren hat. Mehrfach. Breite. Achso. Winkel. Oberlidfalte 1, 3, oh Gott. Nase. Ja, so eine. Bisschen strammer, bisschen straffer. Römisch. Jawohl. Knollig. Herr Köck. Hack, hack. Obwohl Standard. Ja, Standard ist nicht schlecht. Mund. Standard. Voll. Voll. Dünn. Ernst. Schmal. Was? Amorbogen. Genau. Dünn, dick, weit. Standard. Ohren sehen wir sowieso nicht. Kopf. Kopfbreite. Ich glaube, die Wangenbreite müssten wir mal ein bisschen. Typ Mischungsverhältnis. Ganz schöne Wulst. Ja, sieht ganz schön gelackt aus, ne? Kiefernpartie.
kantig. Kinn kann so bleiben. Hals, durchschnittlich. Durchschnittlicher Hals. Doppelkinn. Nein, der Hals bleibt mal so. Wir hatten doch, wo war denn das? Hauttyp, Alter. Vielleicht da noch ein bisschen. Ist zu alt. Das ist zu jung. Oh, sogar eine leichte Mimik. Mhm. Geht, oder? Ist okay. Ja, komm. Passt, Kosmetik brauchen wir nicht. So, da wurde gescannt. Da können wir weiter. Haben wir jetzt aber doch eine Weile im Holomi verbracht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann dürften wir jetzt hier oben auch so auftauchen, wenn ihr mich anschreibt oder ich euch anschreibe. Müsste das dann ab sofort zu sehen sein. Wobei es da wohl derzeit so ein paar kleine Probleme gibt. Dass immer mal noch alte Sachen geladen werden. Bei Woogie war das letztens so. Da schrieb man den einen Tag mit pinken Haaren an. Auf dem einen Account und auf dem anderen Account mit seinen schwarzen Haaren, die er jetzt schon eine Weile hat. Weiß nicht, woran das manchmal liegt. Ob das, weiß ich nicht, irgendwo noch zwischengespeichert wird oder so. Kommt schon wenigstens mal noch ein System, was ein bisschen was wert ist, gescannt zu werden. Die sind natürlich alle wertvoll, die ganzen Systeme. Außer das. Wie lange braucht man bis nach Kolonia ungefähr? Wie viele Lichtjahre sind das nochmal? Waren das 17.000 bis nach Kolonia? Bin mir da nicht mehr sicher. Ich hätte da nämlich vielleicht eine Idee, kommt aber auf die Entfernung drauf an. Ich glaube so um die 17.000. Ich könnte es zwar jetzt nachmessen, aber würde ja nichts bringen, wenn wir eh von zu Hause aus abfliegen würden. Wieder nichts. Okay. Die Hälfte der Sprünge ist vorbei und es kam noch nichts. Nicht mal annähernd. Na gut, einen Stern haben wir gescannt, aber sonst war es sehr ernüchternd. Und du noch. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann fliege ich weiter zum Bubble-Nebel. Och, komm ey. Echt wieder nichts. Okay, ich tanke aber noch ein bisschen auf in der Zwischenzeit. Ja, und dann verabschiede ich mich für heute erstmal. Das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.